Hallo liebe Unterstützer und liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Hallo. Willkommen zu eurem Wunschvideo. Wir haben es ausgelost und tatsächlich müssen wir sagen, es gibt zwei Wunschvideos, weil es, also das habe ich auch bis jetzt noch nicht erlebt, dass die genau gleich viele Stimmen bekommen haben. Nämlich geht es zum einen um Hippokrates, ist einer der Gewinner, und den anderen Gewinner werden wir natürlich auch noch vorstellen, nämlich Pagan. Ja. Und man kann so viel sagen, Melli ist sehr froh darüber, weil sie sich sehr auf Pagan freut. Und der Oberwitz ist, der dritte im Bunde, der verloren hat, nämlich Guild of Merchants Explorers, das ist auch, den haben wir gespielt und fanden ihn dann so gut, dass wir ihn unbedingt auch vorstellen wollten. Deswegen kann man eigentlich festhalten, ihr habt umsonst gewotet. Nein, habt ihr natürlich nicht. Ihr kriegt jetzt Hippokrates, ihr kriegt Pagan. Genau, ihr kriegt das einfach diese beiden Spiele ganz schnell. Genau. Und Guild of Merchants Explorers kriegt ihr einfach auch, weil wir festgestellt haben, es ist so ein gutes Spiel, das dürfen wir euch nicht vorenthalten. Ja. Und das wird auch von Skellig jetzt im Deutschen verlegt. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Info. Das ist eine gute Nachricht, weil es ja noch AEG, das ist gar nicht so einfach zu kriegen, glaube ich. Aber wird auf Deutsch bei Skellig.com nicht unerwartet, weil es wirklich ein gutes Spiel ist. Aber jetzt. Hippokrates. Das war ja auch irgendwie ein ganzes Gefrimmel, wie man das bekommt. Weil GamePro da natürlich wie jeder andere auch Shipping-Probleme hatte zur Spiel 21. Es ist eine Spiel 21 Neuheit. Beziehungsweise eine Kickstarter. Ja, Kickstarter. Das ist ein schwieriges Thema. Tatsächlich ist es eher 22 rausgekommen, dann haben sie bei BGG eingetragen. Und es ist ein Spiel von, Alain Orban. Mhm. Und ja, wie gesagt, bei GamePro erschienen. Und es ist ein Spiel, das kann man alleine spielen bis zu 4 Personen. Also 1 bis 4 Spieler, ab 12 Jahre und 90 Minuten dauert das Spiel. Ja, und wir spielen Ärzte in der Antike. Ja, das muss ich schon mal gleich einhaken, das finde ich natürlich ein super Thema. Das habe ich auch damals schon, als ich den Kickstarter gesehen habe. Ich mag ja langsam, das habe ich auch schon öfters gesagt, aber ich finde diese generischen antike Themen langsam ein bisschen langweilig. Also so dieses immer nur dieses, ja, Rom und irgendwie sich ausbreiten oder irgendwie sowas. Das finde ich langsam, auch schon, wenn man so einen Lebensaspekt aus der Antike nimmt und den ganz konkret behandelt. Genau, das finde ich viel interessanter. Das ist ein gutes Beispiel. Mhm. Cora fand ich da gut, weil es quasi nur um die Stadtstaaten von Griechenland ging mal, ja, nicht nur einfach irgendwie Antike. Ja, da möchte ich tatsächlich nochmal so einen zweiten Augenblick, also Blick drauf werfen. Ja. Machen wir aber sowieso. Wir sowieso auf jeden Fall nochmal. Aber jetzt, ja, Hippokrates, genau. Es geht um die schöne antike Medizin, hippokratische Eid, sagt euch vielleicht was, ne? Das ist der, dass die, ich weiß gar nicht, was da heißt, ich glaube, das bedeutet, die hippokratische Eid ist, dass die Mediziner niemand verletzen dürfen oder sowas. Ja, ne? Tatsächlich irgendwie so ein Eid ablegen, dass sie eben im Dienste der Menschen und nicht eben Leid hinzufügen wollen, sondern heilen wollen. Ah, ja. Und klar. Natürlich gehört aber zur heutigen Medizin viel mehr als nur heilen, sondern eben auch, ne, es gibt ja auch nicht heilbare Krankheiten. Und da werden die Patienten trotzdem behandelt. Und, ja, ganz ja viel. Das ist natürlich schon sehr weit. Genau, wir stellen euch das die Regeln erstmal vor. Was ist es denn erstmal? Es ist ein Kennerspiel. Kein sehr schweres, wenn man mal so drüber nachdenkt. Es ist nicht besonders komplex, würde ich sagen. Eher hat relativ lange Phasen, so viel kann man vielleicht sagen, ja. Und so ein bisschen knifflig vielleicht an der einen oder anderen Stelle, so den richtigen Weg zum Sieg zu finden. Ja. Aber so von den Regeln ist es nicht sehr schwer. Genau. Also wir haben vor allem halt einen Auswahlmechanismus über eine Reihenfolge und über Würfel, wo man eben Patienten sich aussuchen kann. Wir haben einen interessanten Puzzle-Mechanismus, wo wir eben die Ärzte mit dem Patienten verknüpfen müssen. Und so ein bisschen halt Ressourcenmanagement, dass man halt guckt, dass man die richtige Medizin dann auch parat hat. Ja, das ist im Kern das, worum es hier geht. Genau. Regel ab und dann sehen wir uns wieder beim Fazit. In Hippokrates schlüpfen wir in die Rolle von antiken Ärzten, starten dabei natürlich thematisch auch mit dem Hippokrates, haben unseren Behandlungsraum, Operationsraum und die Todeshalle vor uns liegen. Das hat jeder Spieler. Und der Hauptspielplan zeigt eine Reihe von Plättchen, die thematisch natürlich Patienten, Medizin und Ärzte sind. Im Grunde haben wir einen interessanten Puzzlemechanismus, für den wir ganz viele Auswahlmechanismen vorher noch vorbereiten, eben um Patienten und Ärzte passend dann zu wählen. Und wir spielen in 4 Runden, die wie folgt ablaufen. Die erste Phase in jeder Runde ist die Patientenauswahl und die erfolgt zum einen über die Würfel, die gemeinsam gewürfelt werden. Jede Patientenspalte hat dann entsprechend die Farbe, die zugeordnet wird. Ihr müsst aufpassen, dass hierbei es schnell immer verwechselt werden kann. Wir müssen mal gucken, wie ihr die dann aufteilt. Die anderen aber sind relativ klar.
Genau. Und so steht dann auch fest, wie die Patienten ausgewählt werden können. Zu Beginn hat tatsächlich jeder auch noch einen Gehilfen bekommen, den er sich aussucht. Sagen wir mal, dass Gelb sich hier diesen Blauen ausgesucht hat. Den werde ich auch nachher erklären. Und Gelb ist tatsächlich auch der erste Spieler, denn die Spielerreihenfolge ist hier von links nach rechts. Also Gelb fängt an, dann ist Grün, Blau dran. Und dann folgen Lila und Rot. Gelb kann sich jetzt entscheiden für eine Spalte an Patienten. Kann also zum einen die Spalte nehmen, die er schon hier besetzt. Oder irgendeine beliebig andere. Und wenn er sich zum Beispiel hier für die Dame entscheidet, für diese Dame entscheidet, da wo eben der Würfel steht, dann erhält sie zum einen den Patienten in den Untersuchungsraum und zum anderen die Belohnungen, die unten drunter stehen. Das ist zum einen ein weiterer Gehilfe, es sind zwei Medizinfläschchen und sie verliert zwei Ruf oder Ehre. Die sind wichtig für die Bezahlung von Ärzten und für die Auswahlreihenfolge. Das heißt, der Spieler nimmt sich dann entsprechend das Plättchen, nimmt sich zwei grüne Fläschchen und verliert dann noch zwei Ruf. Wenn Grün zum Beispiel sagt, ich möchte hier von dieser Spalte allerdings nicht den Herren hier, sondern auch hier diese unterste, dann kann er eins von den Gehilfenplättchen nutzen, die zum Beispiel auch Gelb eben hier oben hat. Wenn der grüne Spieler zum Beispiel dieses blaue Plättchen hat, kann er sagen, ich wechsle die Würfel von zwei verschiedenen Spalten. Das können dann zum Beispiel diese beiden hier sein. Das könnte aber genauso gut auch hier diese beide sein. Was er nicht tauschen kann, wäre dann hier der blaue Würfel, weil der ist schon aufgebraucht. Der würde sowieso schon weggehen aus dem Spielplan. Und wenn er das eben einmal hier so tauscht, kann er sich dann eben doch diese Patientin nehmen und die Belohnungen, die unten drunter stehen. Selbsterklärend können die Spieler, die jetzt noch dran sind, nicht die Spalte auswählen, die die vorherigen Spieler schon genommen haben. Also Lila kann nicht gleichfalls diese erste Spalte nehmen oder auch hier die Gelb ausgewählt hat. Wenn dann eben jeder der Spieler einen Patienten genommen hat, geht es in die zweite Runde des Patientenauswählens. Es werden alle Würfel neu gewürfelt, auch wieder platziert, nachdem was das Ergebnis ist. Und da haben wir ein schönes Beispiel. Alle rücken einmal wieder nach oben und jetzt hat sich die Reihenfolge verändert. Der grüne Spieler spielt zuerst und wenn er sich jetzt hier für die zweite Spalte entscheidet, liegt der Würfel auf einem leeren Feld. Das macht aber nichts. Er kriegt dann zwar keinen Patienten, was vielleicht manchmal auch sinnvoll ist, weil Patienten auch versterben können, wenn man sie eben nicht behandeln kann. Er würde dann den Bonus bekommen, der auf dem leeren Feld abgedruckt ist. Der untere Bonus ist da hinfällig und auch die zu bezahlenden Sachen muss er eben nicht zahlen, sondern er kriegt einfach nur hier in dem Fall ein Geld und einen neuen Gehilfen. Was auch wichtig ist, ist, dass zwischen diesen drei Patientenauswahlrunden die Patienten nicht neu aufgefüllt werden. Das wird erst am Ende der gesamten Runde gemacht. Wenn also die drei Runden des Patientenauswählens vorbei sind, bekommt jeder Spieler von seinen ausgewählten Patienten die abgebildeten Münzen. Also nehmen wir mal an, Gelb hat außerdem auch noch hier diese Patientin genommen, dann würde sie einfach die Summe bekommen, also 5 plus 5 sind 10, kriegt dann einfach 10 Münzen aus dem Vorrat. Es ist auch wichtig, dass es erst nach dem Aussuchen der Patienten passiert. Genau, so verfährt eben jeder Spieler. Und dann geht es in die zweite Phase, nämlich werden jetzt die Ärzte, die bei jedem Spieler sind, bezahlt. In der ersten Runde hat jeder nur den Hippokrates, also nur einen Arzt. Und wie viel die Spieler pro Arzt bezahlen müssen, hängt von ihrem Ruf ab. Dafür sind hier auf dieser Tempelleiste die Felder in fünf verschiedene Bereiche eingeteilt. Wir beginnen in dem mittleren Bereich, wo jeder Arzt 3 Geld kostet. Man kann aber auch ganz schön mit dem Ruf abrutschen, dass man bis zu 5 bezahlen muss pro Arzt oder aufsteigen, dass man nur noch eine Münze pro Arzt bezahlen muss. Jeder Spieler würde jetzt also eben für diesen Hippokrates, den er hat, 3 Geld bezahlen in diesem Beispiel. Und es geht dann anschließend in die nächste Runde weiter, also in die nächste Phase der Runde. Und zwar können die Spieler einen der bereits offen liegenden oben liegenden Ärzte reservieren, falls sie diesen einstellen möchten, beziehungsweise um sie vielleicht auch einfach den Gegenspielern wegzunehmen. Denn
Man muss zwar dann eben diese Reservierung mit 2 Geld bezahlen, ist dann aber nicht verpflichtet, den tatsächlich einzustellen, aber man kann ihn dann anschließend einstellen. Gelb kann sich zum Beispiel entscheiden, den Kalines zu reservieren, legt dann einfach den Reservemarker drauf und bezahlt die 2 Geld. Wenn jeder Spieler sich dafür oder dagegen entschieden hat, einen zu reservieren, denn man muss natürlich nicht reservieren, wird in der unteren Reihe von jeder Farbe ein Arzt aufgedeckt. Und in Rufreihenfolge, beginnend bei dem Spieler, der ganz oben liegt, dürfen sich die Spieler aussuchen, welchen Arzt oder welchen Medizinkasten oder welches Paar davon, also welches Paket sie davon erwerben möchten. Jeder Arzt hat nämlich seinen Kostenbeitrag, der ist eben abgebildet durch die rote Zahl neben dem Geld. Jeder Medizinkasten hat einen bestimmten Betrag. Und für die Belohnung, also falls man das Paket nimmt, sowohl Arzt als auch Medizinkasten aus einer Spalte, kriegt man sogar ein Belohnungsplättchen, das auch nochmal einen sehr schönen, positiven Bonuseffekt mitbringt. Rot könnte sich dann eben zum Beispiel entscheiden, hier den Mehrsatz zu nehmen mit dem Medizinkasten und kriegt dann gleichzeitig eben, wie gesagt, hier auch noch das Bonusplättchen von dem Medizinkasten. Also er bezahlt natürlich die ganzen Kosten, die hier sich auf 14 belaufen, kriegt dieses Bonusplättchen umsonst und würde dann hier die Medizinflaschen, die abgebildet sind, sich aus dem Vorrat nehmen. Bei diesem Bonusplättchen ist zum Beispiel abgebildet, dass wenn man einen von diesen pink-lilanen Patienten aufnimmt, dass man doppeltes Geld von einem davon bekommt. Also wenn man hier den Hanno als Spieler aufnimmt, dann würde man statt 5 Geld 10 bekommen und dann würde man das Bonusplättchen dafür abgeben. Nachdem also jeder Spieler in Rufreihenfolge sich dafür oder dagegen entschieden hat, sich irgendetwas zu kaufen, können dann noch die reservierten Ärzte gekauft oder vielleicht auch fallen gelassen werden. Gelb würde sich hier zum Beispiel dann dafür entscheiden, noch die Differenz zwischen 6 und 2, also 4 Münzen zu bezahlen, um diesen Kalines zu bekommen, würde dann eben hier das Geld in den Vorrat legen und den Arzt zu sich nehmen und bekommt dann dadurch auch dieses Token wieder zurück und nimmt den einfach in seinen Spielbereich. Ja, und dann geht es an die interessante Phase des Spiels, nämlich das Puzzeln der Patienten an die Ärzte. Da wechseln wir einmal in die Detail. Sowohl Patienten aus dem Untersuchungsraum als auch aus dem Operationsraum kann der Spieler Gelb jetzt auch behandeln. Das Behandeln macht jeder Spieler tatsächlich gleichzeitig. Also da ist es nicht relevant, in welcher Reihenfolge das abgehandelt wird. Da wird einfach gleichzeitig gespielt. In dem Fall hat auch Gelb keinen Patienten im Operationssaal, sondern nur im Behandlungszimmer. Und wir nehmen uns einfach mal die Patienten, um zu schauen, wie das hier an die Ärzte passt. Ja, welche Informationen finden wir überhaupt auf den Plättchen? Die Ärzte, die haben eine bestimmte Anzahl an Aufträgen. Hier der Hippokrates hat 3 Aufträge mit 3 verschiedenen Fläschchen. Man kann es so ein bisschen übersetzen als, das ist das Wissen, das er hat und das muss er anwenden, und zwar an 3 verschiedenen Patienten. Und der Kalines hat nur 2 Aufträge und kann mit dem Wissen von eben diesen 2 Fläschchen Patienten behandeln. Die Patienten wiederum, die zeigen an, welche Medizin sie überhaupt brauchen. Und das sind halt in dem Fall 3 Fläschchen in diesen Farben und hier 2 Fläschchen in den Farben. Es dürfen immer nur Patienten angepuzzelt werden, die auch behandelt werden können. Das muss zum einen, also es bedeutet zum einen, dass das Wissen des Arztes ausreicht, um den Patienten zu behandeln. Und zum anderen, dass eben die Medizin auch als Ressource vorhanden ist. Also wir können jetzt einfach mal gucken, wie das hier zusammenpasst. Also der Kalines, der kann ja zum Beispiel die Sascha Metka sehr gut behandeln. Und dadurch, dass er nicht das ganze Wissen anwenden muss, aber ein Teilwissen auf jeden Fall anwenden kann, kann er hier die Nobetepti auch mit behandeln. Und der Hippokrates, der kann hier ebenfalls angesetzt werden, um dann die grüne Flasche noch mit zu behandeln. So, passend tut es auf jeden Fall. Jetzt braucht Gelb natürlich noch die passende Medizin. Entweder hat Gelb das eben schon bekommen durch dann eben die Boni aus der Patientenauswahl oder über die Medizinkästen. Oder es gibt auch immer einen Tauschkursus, nämlich können diese Bonusplättchen, diese hier, anstatt sie einzusetzen, kann man sie auch abgeben, um eine beliebige Medizin zu bekommen.
Die Gehilfen kann man ebenfalls abgeben, um die entsprechende farbige Medizin zu bekommen. Also für das Grüne würde man eine grüne Flasche bekommen oder auch 2 Geld. Jederzeit kann man eine Flasche in 2 Geld umtauschen und 3 Geld in eine beliebige Flasche. Genau, und wenn man dann eben auch da rumspielen kann, sagen wir mal eben Gelb hat sich irgendwie diese Flaschen dann auch erspielt, kann man schauen, ob das hier so passt. Und das passt tatsächlich, behält also noch eine Flasche auf dem Spielplan und würde dann so aus dieser Phase rausgehen. In umgekehrter Rufreihenfolge bekommt dann jeder Spieler entsprechend der behandelten Patienten mehr Ruf, also pro Patienten einen Rufschritt. Da können wir einmal in die Top-Down wieder gehen. Gelb hat 2 Patienten behandelt, also kriegt Gelb auch 2 Schritte nach vorne. Und natürlich würde man das bei den anderen Spielern ebenfalls machen. Und dann werden einfach die Flaschen abgegeben an den allgemeinen Vorrat. Und die Patienten werden umgedreht, um zu signalisieren, dass sie behandelt wurden. Dann könnt ihr schauen, welche Ärzte alle ihre Aufträge erfüllt haben. Das wäre jetzt bei Kalines der Fall. Den könnt ihr also auch entfernen. Und ihr bekommt dann die entsprechende Siegpunktzahl. Gelb würde also hier 4 Punkte bekommen. Und ja, der jetzt noch offene Patient hier, der kann auch weggepackt werden. Der war einfach nur da, um zu signalisieren, hier der Auftrag von Herrn Kalines ist schon erfüllt. Und ja, wenn der Herr Kalines abgeschmissen wird, dann kann auch der Patient abgeschmissen werden. Allerdings bleibt der Hippokrates noch dort mit dem verdeckten Patienten, denn er hat noch 2 offene Aufträge, die ihr dann in den nächsten Runden erfüllen könnt. Sollten noch Patienten unbehandelt geblieben sein, weil zum Beispiel die Medizin fehlt oder die Expertise bei den Ärzten, dann wird jeder Patient um eine Zeile nach unten bewegt, nämlich die aus dem Operationssaal, die werden umgedreht und sterben, geben am Ende pro gestorbenen Patienten 3 Minuspunkte. Und aus dem Untersuchungssaal kommen sie in den Operationssaal und ihr habt noch eine Runde Zeit, sie zu behandeln, bevor auch sie wieder sterben werden. Dann wird noch der obere Teil des Spielplans aufgefrischt. Und jeder Patient, der nicht ausgesucht wurde in dieser Runde, der bekommt 1 Geld, also 1 Drachme drauf, damit sie attraktiver werden, werden nach oben geschoben und es werden neue Patienten nachgelegt, sodass dann das Feld hier wieder voll ist. Also einfach von unten hier welche nachlegen. Dann startet ihr einfach in die nächste Runde oder wenn das die letzte Runde, also die 4. Runde war, schaut ihr, wer die meisten Siegpunkte hat und der Spieler gewinnt. Ja, also wir müssen sagen, erstmal die positiven Aspekte. Es ist sehr hübsch. Das kann man einfach ganz klar sagen. Ich mag diesen Stil, ich mag den Packungsstil, ne? Der ist irgendwie, ja, das hat diese Schlichtheit, die gefällt mir sehr gut. Mhm. Ich finde auch die Illustration sehr gelungen. Genau, ich finde es auch schön, dass sie halt bei jedem noch irgendwie so einen tatsächlich altgriechischen Namen noch zugeschrieben haben, dass sie auch sehr diverse Charaktere hier mit reingepackt haben und ja, vermutlich also sehr viele Namen kommen mir auch irgendwie bekannt vor. Also es wird tatsächlich auch diese Leute gegeben haben. Genau. Vielleicht also nicht jeden Patienten, aber zumindest die Ärzte wird es wahrscheinlich größtenteils gegeben haben. Ja, also ich kenne mich da auch nicht so aus, habe jetzt auch nicht nachgeguckt, aber ich würde auch sagen, die Ärzte sind sicher historisch, da gibt es deswegen auch nicht so viele Frauen, was wahrscheinlich einfach daher kommt, es gibt nicht so viele Ärzte, Frauen, also weibliche Ärzte, die man kennt, die bekannt sind, ich glaube es doch einige, aber wurden halt nicht überliefert. Genau, also von daher, das ist alles sehr schön. Den Spielplan an sich, so wenn man es aufbaut, ist eigentlich auch ganz schön, wobei man sagen muss, das wird dann doch ein bisschen unübersichtlich. Alles, da ist dann, steht dann das, also eigentlich ist es ein schönes Bild, was auf der total. Da drauf ist, aber man erkennt es gar nicht so richtig gut, weil so viel Zeug drauf liegt. Das ist vielleicht so ein bisschen schade. Aber ja, also erstmal die Gestaltung, auch das Material, muss ich sagen, sehr, sehr schön. Ja, ich finde es so genial, diese Fläschchen, die man, diese 3 Arten von Ressourcen, die man hat neben dem Geld, die sind einfach wirklich genial. Hier diese glasklaren Fläschchen in den 3 Farben, die sind voll schön. Ja. Ich liebe es, damit rumzuspielen. Genau, das macht wirklich Spaß. Gut, okay, hier in der Retail-Version ist das Geld jetzt aus Pappe. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, vermute ich mal, konnten die Leute bei Kickstarter auch richtige Münzen sich holen. Aber das finde ich alles okay. Also da muss man wirklich sagen, das ist schon ein sehr schönes Spiel. Ja, ansonsten von dem Mechanismus kann man auch sagen, es funktioniert. Ich finde, dieser Puzzle-Mechanismus ist auch mehr oder weniger das Interessanteste. Da fiebert man das ganze Spiel eigentlich jedes Mal drauf hin. Genau. Man darf ja viermal puzzeln und hat eben diese 4 Runden.
Nur zwischendurch passiert einfach auch sehr, sehr lange etwas mit sehr viel Downtime. Genau, genau. Das kommen wir gleich. Ich sag mal zu dem Puzzlemechanismus. Ich finde ihn wirklich gut. Das Einzige, was mir daran stört eigentlich, ist, dass man immer, man muss ja die Aufgaben der Ärzte erfüllen. Ja? Beziehungsweise, also eigentlich ist es andersrum. Es ist quasi deine Ärzte, die dich ja auch Geld kosten. Deshalb willst du die eigentlich in Rente schicken, also dass sie ihre Aufgaben erfüllt haben. Die müssen einfach eine bestimmte Anzahl von Patienten heilen. Mhm. Ja, entweder 3 oder 2 oder 1. Und dabei müssen sie bestimmte Fläschchen, bestimmte Medizin anwenden. So, ja. Und dadurch, dass es eben oft dann so Dreierdings sind, kannst du natürlich hier auch so versuchen, so quasi so mehrere Fliegen auf eine Klappe zu schlagen. Ne? Oder irgendwie, ich hab zum Beispiel auch mal probiert, so einen Kreis zu bauen. Und was mich halt ein bisschen stört, ist, dass es fast nicht geht. Ja, mhm. Das ist halt. Ich finde den Mechanismus gut, aber er ist gefühlt hier so ein bisschen zu schwierig. Also nicht so, also schwierig zu erreichen, also nicht schwierig zu verstehen, sondern einfach, ich glaube, es hätte mir mehr Spaß gebracht, wenn man A, ein bisschen öfter gepuzzelt hätte und wenn man hier krassere Sachen gepuzzelt hätte. Wenn man am Schluss hier so ein krasses Hexfeld aus Medizinern gehabt hätte und die einfach total abgehen. Aber das verhindert das Spiel einfach damit, dass wir halt letztlich immer zu wenig Geld, immer zu wenig Medizin haben, um das zu machen. Ja. Also quasi, das ist so ein bisschen schade. Genau, habe ich tatsächlich auch festgestellt. Also wahrscheinlich ist es einfach in dem Konzept nicht so drin, dass wir tatsächlich so einen Kreis auch bilden können. Und was du halt auch gesagt hast, die Ressourcen sind irgendwie total knapp oder teuer. Man bekommt nie das, was man braucht. Und von daher fühlt es sich auch ein bisschen willkürlich an. Also klar, mit den Würfeln, mit dem Einsetzen, man kann sie noch manipulieren, wenn man die Gehilfen hat. Aber trotzdem, ja, so viel Effekt bringt es eigentlich gar nicht, um da wirklich irgendwie speziell auf den Patienten zu gucken. Weil du kannst halt im Grunde auch einfach einen Patienten ganz weglassen. Zumindest stirbt der dann einfach nicht am Ende, weil du halt zu wenig Medizin hast. Ja. Und hast dann zwar irgendwie weniger, was du bekommst. Ja, also ein bisschen seltsam. Und man hat ja eine riesige Auswahl. Also 3x6 Patienten, die man hier auswählen kann. Ich habe das Gefühl, das wäre gar nicht notwendig gewesen in dieser Vielfalt. Ja, es ist halt einfach mal so ganz generell, muss man sagen, eben dieser Puzzleteil macht so viel Spaß. Aber wir hatten es schon erwähnt, es dauert echt lange, bis man da hinkommt, weil man eben, die erste Phase ist vor allem besonders langwierig, weil die eben dreimal gemacht werden. Ja. Wir müssen dreimal in Spielreihenfolge aus einer großen Auswahl uns Patienten holen. Und das dauert einfach schon relativ lang. Und dann kommt ja nochmal eine Auswahlphase, wo wir dann wiederum Ärzte und eben Medizin kaufen. Und erst dann, wenn wir diese ganzen Auswahlphasen hinter uns haben, dann wird kurz gepuzzelt und dann geht es wieder mit Auswahl los. Das heißt, gefühlt ist irgendwie 2/3 des Spiels diese Auswahlphasen und 1/3 ist eigentlich nur sozusagen dieses Durchführen, wie auch immer. Ja. Und natürlich, klar, rein strategisch ist das Spiel, das richtige Auswählen. Aber wie du schon gesagt hast, es ist ein bisschen eine frustrierende Erfahrung, weil man das Gefühl hat, entweder hat man nicht das Geld, um das zu kriegen, was man möchte, oder es ist fast egal, oder man will gar nichts, weil, also man will vor allem keine Patienten haben, weil man das Gefühl hat, wenn ich die nehme, oder auch Ärzte, ne? Es ist beide oft so das Gefühl, ich nehme jetzt keinen Patienten, der gibt mir Minuspunkte, oder ich nehme jetzt keinen Arzt, den kriege ich eh nicht, den kann ich eh nicht erfüllen, und dann kostet er mich nur Geld, was ich sowieso zu wenig habe. Also, das ist natürlich jetzt so ein bisschen verkürzt, aber es ist leider so ein Spiel, was zu wenig den Spieler belohnt und dann eben manchmal so ein bisschen frustrierend ist, was schade ist, weil eigentlich das eben das Puzzeln und das, worauf es hinausläuft, cool ist. Ja, dann ist es ja auch interessant, wenn man sich dazu entscheidet, hier diese Medizinkästen zu nehmen, dann hat man tatsächlich nicht so einen riesigen Benefit, weil man kann jederzeit 3 Geld in eine beliebige Flasche tauschen. Und wenn ich mir angucke, dass ich hier auf diesem Plättchen 6 Flaschen für 14 bekomme, ich kann mir aber genauso gut 6 Flaschen für 18 Geld nehmen. Also ich habe 4 und Geld gespart. Ich muss dann möglicherweise eben nur die Flaschen kaufen, die ich wirklich brauche. Ja. Das heißt, die ich da geschenkt bekomme, die muss ich ja auch zufällig, das muss es ja genau aufgehen, sonst habe ich einfach Flaschen übrig und habe überhaupt nichts gespart. Ne? Also richtig, es lohnt sich eigentlich wirklich hier in der mittleren Phase nur, wenn du diese Doppelzug machst, quasi eben Arzt plus Medizin holst, dann kriegst du also dieses Bonusplättchen. Und es passiert einfach recht häufig, dass man einfach es nicht schafft, sich das Geld dafür zusammen zu knapsen, würde ich schon sagen. Weil die einzige Möglichkeit oft darin besteht, ganz viele zusätzliche Patienten zu holen, die einem ja Geld bringen, aber die sterben einem dann halt weg. Also es ist wirklich,
Also vielleicht sollte es den schwierigen, die Schwierigkeit der antiken Medizin so nahe bringen, so nach dem Motto, ja, so, ja. Einfach ein bisschen thematisches Feeling mit rein. Ja, also nach dem Motto so, es war halt auch frustrierend, in der antiken Mediziner zu sein, ja, weil du hattest kein Penicillin und gar nichts so. Die Leute sind halt weggestorben, ja. Außerdem gab es keine Krankenversicherung, du musstest die quasi. Also es fühlt sich, das ist schon echt, da haben wir auch ein bisschen gelacht. Es fühlt sich halt wirklich so an, bei dem Spiel teilweise, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt diesen Patienten, weil ich unbedingt sein Geld brauche. Aber mir ist jetzt schon klar, also im Endeffekt tausche ich Geld gegen Minuspunkte, weil der wird sterben. Aber ich brauche den, weil ich dann diesen Doppelzug machen kann. Ja, es ist so ein bisschen, also makabres, es ist, hat dann wieder, das ist gegen den hippokratischen Eid, muss ich mal sagen. Absolut. Ja, ich würde auch sagen, dass in der Antike nicht alles goldig war, was da abging. Und ja, ein weiterer Punkt, der uns ja sehr stark aufgefallen ist, sind, dass die Würfel sehr seltsame Farben haben. Also die Farben sind sehr schlecht auseinanderzuhalten und teilweise auch irgendwie nicht so richtig passend. Also da hätte man mit sehr viel besseren Farben arbeiten können, weil gerade hier dieses Grün, das andere Grün und ja irgendwie dazwischen dann noch das Blau, da weiß man im Grunde nicht, wie man die zuordnen soll. Das ist schwierig, also auch für jemanden, der Farben korrekt sehen kann. Und ja, für Farbenblinde gibt es aber auch keine richtigen Anhaltspunkte. Also auf der Rückseite. Ja, das ist der Witz, auf der Rückseite. Man guckt dann halt immer auf der Rückseite nach, welche Fraktion ist das nochmal. Ja, das ist nicht so ganz günstig. Ja. Ja, also alles in allem muss man sagen, das Spiel ist halt auch einfach aufgrund der Tatsache, dass der Auswahlmechanismus nicht besonders befriedigend ist, sag ich mal, ja. Dadurch wirkt das Spiel einfach auch zu lang. Ja, ich glaube, das ist auch der Grund. Ich meine, es ist gar nicht absolut überlang. Aber es wirkt halt durch die Downtime mit dem Auswählen, genau, so, ne? Und vor allem, weil ja auch irgendwie ein bisschen beliebig ist, ob, also welchen Patienten du nimmst und ja. Es ist halt ein bisschen auch schwach, was man bekommt. Man bekommt relativ wenig Fläschchen und Ich glaube, ich hätte einfach bei dem Spiel einfach den Spielern mehr gegönnt. Ich hätte es nicht so schwierig gemacht, dass man einfach hier mehr. Und dann kommt es einfach nur darauf an, wer hätte diesen vielleicht etwas Überfluss an Sachen am besten genutzt. Ja. Und so ist es wirklich so, halt wirklich teilweise echt frustrierend. Ja. Ja, also es hat auch tatsächlich sehr, sehr lange gedauert, das aufzubauen. Also man muss ja hier wirklich jede Farbe sortieren und im Endeffekt hat das aber keinen spielentscheidenden Unterschied gemacht, ob ich jetzt halt wirklich die Farben sortiert habe oder unsortiert reingeschmissen hätte. Ja. Und ja. Und andererseits möchte ich auf jeden Fall sagen, dadurch, dass ich ja aus der Pflege komme, aus dem medizinischen Bereich, spiele ich nicht so gerne Krankenhausspiele, aber mit dem Thema finde ich, da ist noch genug Distanz, dass ich da trotzdem Spaß haben kann. Also, dass ich dieses Historische noch im Vordergrund habe. Also, kein Dice Hospital. Genau, kein Dice Hospital und kein Clinic Rush. Also, für die Leute, die da nicht so gerne mit rumspielen, hier im historischen Thema, da könnt ihr euch vielleicht auch eher wiederfinden. Ja, also von daher würde ich mein persönliches Fazit so: Thema schön, Material toll, eigentlich auch ein gute Grundidee mit diesem Basteln und so, ja, was auch innovativ ist, finde ich. Also es ist auch das einzige Innovative an der Mechanik, weil das Aussuchen, also klar, wie es umgesetzt wird, vielleicht ein bisschen, aber dass wir hier einfach nur was aussuchen mit einer Auslage, das ist halt einfach nicht besonders innovativ. Aber das ist schon innovativ gewesen. Es vor allem, steht, dass wir 4 Hippokrates in diesem Spiel haben. Das ist auch ein bisschen witzig. Jetzt ist halt, weil das Spiel Hippokrates heißt. Ja, auf jeden Fall, das sind eigentlich gute Punkte. Leider krankt das Spiel einfach wirklich an dieser etwas unbefriedigenden Spielweise, das ist ein Tick dadurch auch, nur dadurch wirkt es halt auch zu lang, weil so ein bisschen dieser Auswahlmechanismus einfach nicht so flutschen will und vor allem einen auch nicht so richtig dem Ziel näher bringt, gefühlt. Ja, und man dann auch so ein bisschen dasteht, ach komm, ist mir doch egal, dann nehme ich den oder ich nehme einfach nur das Geld, dann habe ich keinen Ärger mit dem Patienten. So ein bisschen ist es so. Also mir ging es jedenfalls so. Ja, und das war sie, unsere Rezension, eure Wunschrezension hier zu Hippokrates. Die zweite Wunschrezension kommt auch bald. Davor wird es tatsächlich, werden wir sogar noch Guilds of Merchant Explorers dazwischen schieben. Ist einfach ein Spiel, was toll ist und was wir euch deswegen auch sehr ans Herz legen wollen. Bei Hippokrates müsst ihr ein bisschen näher hingucken, ob euch wirklich dieses Thema, speziell das Thema so anspricht, dass ihr sagt, über die Mängel, da schaue ich einfach hinweg. Ja, kann man definitiv zumindest mal einen Blick riskieren, vielleicht auch auf einer Messe mal anspielen. Und wenn man dann sagt, ach nee, gefällt mir doch eigentlich ganz gut und ich habe da eigentlich gar nichts dagegen, dann ist es trotzdem ein schönes Spiel. Ja. Auf jeden Fall. Na? In dem Sinne? In dem Sinne. Ja, bis dahin. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.